Wenn dieses Video erscheint, ist gleich Lead Time. Mein Name ist Harden und nach dem schweren Tod beim letzten Mal spielen wir dieses Mal nun als Luise, Tochter von Friedrich dem Großen, weiter. Nun, ich meine, wir haben ein erhebliches Vermögen. 141.888 Taler. Und wir haben nur 3 Niederlassungen. Ich weiß, unsere Exporte werden dieses Jahr nicht so hoch sein wie letztes Jahr. Aber sie werden gut sein. So, hier können wir keine 2000 machen, aber fast. Also ich meine, mit einer Produktion. Das ist enorm. Das ist wirklich enorm. Das heißt aber, wir brauchen mehr Karren, damit wir immer welche zur Reparatur da behalten können. Und wir sollten hier oben weitergehen. Ich denke, wir gehen hier rum. Irgendwie so, lasst uns in Greifenheim ein Kontor öffnen. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt ein Lager in Greifenheim eröffnet. Sehr gut. Hier können wir Silber, Waffen, Glas und Erz herstellen. Toll, Waffen und Silber. Also Glas. Und Glas hat das Verhältnis 1 zu 3, würde ich sagen. 3 Arbeiter, ein Ofen. Habe ich das richtig in Erinnerung? Glas hat das Verhältnis 3 zu 1. Das heißt, an 4 Öfen. Ah, Mensch, hier gibt es ja sogar Stein. Hier sollten wir übrigens mal reingucken nach Stein. Wir können das umwandeln und das sollten wir auch. Ja, das sollte gehen. Vielleicht. Ach, das sollte gehen. So, Bewerbungen. Da haben wir keine weiter. Das Problem ist, wir sind ja nun neu und verheiratet und so weiter. Das heißt, was müssen wir tun? Wir müssen in die Kirche. In der Kirche müssen wir dann natürlich zu den Hochzeitsglocken und uns dann diese hässliche, hässliche Frau angucken. Ihr begebt euch zu einer Kupplerin. Sie mustert euch und meint, für euch käme wohl nur ein geachteter Geheimrat in Auental in Frage. Ja, macht 8.834 Taler. Wollt ihr? Das Angebot annehmen, euch anderweitig umsehen. Ach, das ist Landgraf Detlef, Geheimrat in Auental. Hübsch, nicht wahr? Ja, geht. Macht ihn in den nächsten Jahren teure Geschenke, so könnt ihr seine Gunst gewinnen. Die Hochzeit wird in Waldstein stattfinden. Es wäre ja cool, wenn sie anstatt teure, religiöse und so weiter sagen würde, weil das hilft gar nicht. Und was ich so krass finde, hier ist diese Auflage und hier unten sind erst die Brüste. Ich meine, ich weiß, dass hier der Hals verschwindet, aber das sieht so unkomisch aus durch diese Auflage, als ob der ganze Körper einfach... Wir wollen vor dem Gesicht fliehen! Wir wollen vor dem Gesicht fliehen! Auch die Arme sehen so merkwürdig aus, die Hände. Ach ja. So, und dann erinnern wir uns, was unser Auftrag war. 40 Personen auf grafschaftlicher und oder auf fürstlicher Ebene müssen unserem Glauben angehören. Und wie finden wir das heraus? Nun, wir klicken auf unsere Grafschaft. Und dann sehen wir das. Da sehen wir jeweils neben den Personen ein Kreuz. Eins davon ist evangelisch und eins davon ist... Was ist das denn für ein Zeichen? Ich weiß was über den. Geheimrat Burkhardt? Ich dachte mal, das Zeichen würde bedeuten, dass es mein... Also ja, es war auf jeden Fall sehr gut gesinnt. Genauso wie Hauptmann Louis.
Ah ja, okay, was auch immer dieses Zeichen bedeutet, kriege ich vielleicht mal raus. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, ja. Hier sehen wir alle Würdenträger gestaffelt nach Ebenen. Und der schwarze Balken sagt immer aus, wie sehr sie uns mögen. Je länger er ist, desto besser. Er wird immer nach links und rechts gleichmäßig länger, wenn wir ihn verbessern. Wir könnten ihn verbessern, indem wir auf die Namen klicken und jetzt Geld zahlen. Wir können aber auch zur kirchlichen Ebene wechseln und mal sehen, wie uns die Leute dastehen. Kellermeister Johannes ist sehr auf unserer Seite. Ich glaube, das ist Maximum. Carsten, Erwin und Wilhelm sind... Na, immerhin hassen sie uns noch nicht, sage ich mal. Ja. Und jetzt seht ihr es. Wir haben dieses dünne Kreuz und das sind Protestanten. Und hier sehen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In diesem 7. Also in Moring 7, in Bergenhöhen. 8, 1, 2, 3, 4. Das wäre es bei 11. Wenn wir jetzt nach Auental gehen, da haben wir 1, 2, 3, 4. Dann sind wir bei 15. Fürstenbrück zählt dann leider nicht. Und dann gehen wir auf fürstliche Ebene. Da sind wir bei 1, 2, 3, 4. Wir sind bei 19, also bei knapp der Hälfte. So. Tja, Religionsfreiheit ist lästerlich. Wir müssen also versuchen. Oh, wir könnten uns hier die beschäftigten Direktoren angucken. Und Kreditbuch. Zum Glück steht hier bei niemandem in der Kreide. Okay. Das ist ganz schön viel, diese Runde. Dann würde ich mal sagen, wir beenden die Runde. Schauen mal. Auf jeden Fall müssen wir uns einen Weg überlegen, die Leute zu unserer Religion zu bekehren. Wir haben noch 27.553 Taler übrig. Aber wir müssen auch teure Geschenke machen. Ihr müsst 4.728 Taler an Kirchensteuer nachzahlen? Als Sakristant? Was wollt ihr Landgraf Detlef, Geheimrat in Auental, in diesem Jahr als Beweis eurer Liebe schenken? Einen Diamantring im Wert von 995 Taler. Einige Leibeigene für 1.456 Taler oder einen Kupferstich von eurem Wohnsitz, was euch 1.092 Taler kostet. Er ist Geheimrat. Ich würde sagen, die Leibeigenen... Als Geheimrat würde Ihnen vielleicht gefallen, zu erfahren, wie es bei mir aussieht. Ich sage einen Kupferstich von meinem Wohnsitz, der ist doch hübsch. Detlef ist zu Tränen gerührt. Sehr gute Reaktion. Der fürstliche Herold verkündet: Haltet alle bereit, euer prallgefülltes Talersäckel. Im nächsten Jahr ist Versteigerung. Gar reichlich Fürkauf soll getrieben werden. Landgraf Johannes, Kellermeister in Moringen, schließt eine Versicherung gegen Sabotageakte ab. Landgraf Udo, Geheimrat in Moringen, schließt eine Versicherung gegen Prozesskosten ab. Im nächsten Jahr werden neu gewählt der Diakon in Berghöhe. Das passiert, weil ich ein Konto in Berghöhe habe. Ja, Felver, super, Salz... Importe ausgezeichnet. Ah, eure Exporte brachten 139.370 Taler ein. Wir fangen an mit der Schreibstube und gehen auf Bewerbung und bewerben uns als Diakon. Ich habe das Gefühl, ich muss so weit kommen, dass ich irgendwie dafür sorge, dass die Leute sich meiner Religion anschließen. Aber ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Privilegien. Nicht viel. Kein Kirchen sehen, aber ich musste Kirchensteuer nachzahlen. Was soll denn der Scheiß? Ah. Apropos. Wollt ihr eure Fechtkünste verbessern? 666 Taler. En garde, auf jeden Fall. Ja. Ihr wollt von einem Kirchenmann 666 Taler? Ist das euer voller Ernst? Ich mag euren Humor. Wirklich. Toll, toll. Ab nach Finsterwalde.
Das wird super. Und den Rest schicken wir in Reparatur. Auf nach Mortal! Und in Mortal. Oh, wir haben nicht so viel. Wir können nur 10 Karren losschicken an Salz. Das ist okay. Müssten mal gucken, dass wir hier noch ein bisschen mehr Stein kaufen. Ach ja, auf nach Greifenhain. So, da haben wir nun die Möglichkeit. Nein, ich will ja verkaufen. 400 Stück. Ich will Lagerraum kaufen. Und meine Produktion erhöhen. Nun gut. 100%, dann lassen wir sie fahren. Aber nicht nach Finsterwalde. Wir brauchen eine Stadt, die Glas will. Waldstein ist reich und will Glas. Dann auf nach Waldstein. Ah nein, halt. Jetzt habe ich Sachen durcheinander gebracht. Das ist Salz. Falkenhorst will doch aber gar kein Salz. Finsterwalde will Salz. Aber wir waren ja auch in Finsterwalde und da wollten. Nein, die Fälle nach Fuß. Wo produziere ich denn zum Hängen? Ach ja, in Greifenhain. Und die wollte ich nach Waldstein schicken. Sehr gut. Na gut, okay. Dann sollten wir ein neues Konto eröffnen in Herzlichen Bergstedt. Glückwunsch, ihr habt ein Lager in Bergstedt eröffnet. Aktuell immer eins pro Runde. Das ist super. So, und hier produzieren wir auch Glas. Da wissen wir ja schon, das Verhältnis ist 3 zu 1. Dann kaufen wir Lagerfläche. Wir bauen 19 Wagen. Wir schauen nochmal nach Bewerbungen. Als Diakon da. Als Diakonin haben wir uns beworben. Und wir beenden die Runde und schauen mal, wie wir das mit unserem Geheimrat denn so weitertreiben. Ah, wir haben 53.000 Taler übrig, was sehr gut ist. Das heißt, wir können nächste Runde auch ganz entspannt das nächste Konto eröffnen. Was wollt ihr, Landgraf Detlef, Geheimrat in Auental, in diesem Jahr als Beweis eurer Liebe schenken? Einige Folterwerkzeuge im Wert von 1.136 Taler, einen Falken für 1.087 Taler, einen Kerzenleuchter, was euch 1.380 Taler kosten würde. Wollte den Kupferstich. Ich würde sagen, ein Kerzenleuchter. Detlef ist entzückt. Auf dem Weg nach Finsterwalde bricht einer eurer Karren zusammen. Das ist der erste, der zusammenbricht. Das heißt, durch die ständigen Reparaturen haben wir viel, viel mehr Schaden verhindert. Ein Bote von Freiherr Gerd, Justizberater in Auental, betritt euren Kontor und reicht euch ein gesiegeltes Schreiben. Ihr lest: Beste Landgräfin Luise. Viel Positives ist uns berichtet worden über eure außerordentlichen Qualitäten als Konzertmeisterin. Wir würden uns erkenntlich und sehr gewogen zeigen, wärt ihr in der Lage, im Jahr 1637 auf unserem Landsitz in der Nähe von Kronsbach ein kleineres Konzert auszurichten. So ihr glaubt, unser Gehör und das unserer Gäste mit einem wohlklingend Konzert zu beglücken, wären wir nicht nur erfreut, euch weiterempfehlen zu können, sondern brächten ferner ein für euch angemessene Entschädigung in Anschlag. Akzeptabel erschienen uns etwa 12 Musiker von durchschnittlicher Ausbildung. So ihr euch in einer Situation wähnt, diesem unserem Anspruch zu genügen, erwarten wir eure Zusage. Freiherr
Gerd aus Kronsbach. 12 Musiker durchschnittlicher Qualität. Das sollten wir uns merken. 12 und Durchschnitt. Wollt ihr dem Boten eine Zusage geben oder lieber ablehnen? Wir lehnen nicht ab, wir sagen zu. Der Bote nickt und erinnert euch, noch einmal im nächsten Jahr Musiker zu werben. Der Mann? Ach ja, genau. Die 12 durchschnittlichen. Um das Amt als Diakon in Berghö bewerbt sich Edeltraut, Geheimrätin in Berghö, Detlef, Geheimrat in Berghö, Luise, Sakristantin in Moringen. Bischof Norbert stimmt für Luise! Damit wird Landgräfin Luise Diakonin in Berghö. Versteigerung Anno Dominus 1635 in Fürstenbrück. Position 1, ja, 11 Luftballons, will keiner haben. Ah, 6 Flugmaschinen, alles Gotteslästerung. Ah, 13 Ballons. Ah, versteigert wird ein gut erhaltenes Wasserburg mit Nebengebäuden in Lichterheide aus dem Besitz von Landgraf Gerhard. Baron Michel hat sich entschlossen, die gut erhaltene Zollburg Seefels versteigern zu lassen. Die Zollburg beherbergt 52 Söldner und verfügt über 61 Kasematten. 18.000 Taler. Wollt ihr an der Versteigerung teilnehmen? Aber sowas von. Ich versuche das mal zu beschleunigen, die Ballons interessieren uns nicht. Die Flugmaschine interessieren uns auch nicht. Man kann es beschleunigen mit der rechten und der linken Maustaste. Man muss nur wissen, wann man was klicken muss. Jetzt klicke ich gerade immer die rechte Maustaste. Der linken würde es nicht gehen. Ich klicke jetzt links, 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 nichts passiert. Wenn ich jetzt aber rechts klicke, dann geht es wieder schneller. Komm schon. Noch mehr Flugmaschinen. Keiner will diese Flugmaschinen. Zum ersten. Zum zweiten. Nun ja. Zum ersten. Zum zweiten. Und zum dritten. So, jada, jada, jada. Ach, jetzt kommt diese Wasserburg. Zum ersten. Danach wird's spannend. Das heißt, ich werde jetzt etwas langsamer klicken. Einfach nur, um die Gefahr zu umgehen, und dass ich aus Versehen vorbeiklicke. Ja, ja. Darf ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Die Zollburg Seefels kommt nunmehr unter den Hammer. Das Mindestgebot beträgt 18.000 Taler. Es allen zu zeigen. Haha, Luise bietet 20.000. Okay, 25.000. Zum ersten. 30.000. Niemand will die Zollburg. Meines Schwagers wurde schon für weniger gevierteilt. Ja klar, kein Wunder. Ihr meint, ihr könnt es mir wegnehmen? Na, ich kann noch ein bisschen. Zum zweiten. Und zum dritten. Jetzt bin ich Besitzer. Einer Zollburg. Und ich werde euch zeigen, wie viel Spaß man damit haben kann. Dies war das letzte Angebot der heutigen Versteigerung. Bis zum nächsten Mal. Warum haben sie das mit aufgenommen? Freiherr Burkhardt, Finanzberater in Berghö, führt ein Manöver in der Umgebung von Nukelforst. Aber ernsthaft? Wir haben wenig Speicherplatz zur Verfügung. Ich meine, wir reden hier vom Jahr 1996. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viel Speicher verbrauchen. Denkt dran, diese hochauflösenden Audiodateien und diese hochauflösenden Videos verbrauchen extrem viel Speicher. Haltet sie so kurz wie möglich. Und dann das. Warum? Was ist der Grund dahinter? Ihr habt die Nase eines Bauern. Ja. Auf dem Marktplatz, auf dem Markt beleidigt Baron Rudolf, Justizberater Moring, Luise, vor allen Anwesenden. Luise verlangt ihr Satisfaktion? Nö, dafür haben wir noch nicht genug gefechtet. Landgräfin Luise, als Diakonin in Berghö erhaltet ihr in diesem Jahr 1386 Taler aus Ablasskäufen. Okay. Landgräfin Luise, Diakonin in Berghö. Fellgerbung war gut, Salzgewinnung war gut, Glasherstellung, Gewürzimporte waren schlecht. Ihr habt 179.400 Taler eingenommen. Na, ja, na.
arbeiten wir mal hier durch. Also. Das kann man alles versenden. Die Wagen hier mal zur Reparatur schicken. Dann können wir nach Finsterwalde. Das können wir auch alles verschicken. Und diese Wagen können alle zur Reparatur. Dann gehen wir nach Mortal. Das können wir auch alles verschicken. Und auch diese Wagen gehören eigentlich in die Reparatur. Gut, dann gehen wir nach Greifenheim. Auch das können wir alles verschicken. Dann können wir hier, ja, Steinlagerraum ankaufen. Die Preise sind jetzt mittlerweile so egal. Mir geht es nur noch darum. So, das Verhältnis ist hier 1 zu 3. Das heißt, wir machen das so. Und so. Und gucken mal, was passiert. Dann gehen wir nach Bergstedt. Da kaufen wir einen Lagerraum, den wir kriegen können. Und verdoppeln die Produktion an Glas. Und holt Beute ist neu. Ja, stimmt. Das habe ich, glaube ich, nie genutzt. Müssen nur noch gucken, wohin. Finsterwalde will Fleisch. Hier will man Wein. Ja, nach Waldstein. Warum nicht? So, das haben wir alles. Bewerbungen gibt es nicht. Privilegien haben wir eine ganze Menge. Günstige Spionage, günstige Sabotage. Eine Stadt belagern, eine Stadt entsetzen. Fechtunterricht nehmen. Versicherungen abschließen. Ja, 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 ja. Und, wie gesagt, Fechtunterricht nehmen. En garde! Fechtunterricht nehmen. En garde! Nochmal Fechtunterricht nehmen. En garde! So. Jetzt. Jetzt! Ha! Gehen wir auf diese schöne Karte. Dann gehen wir nach Seefels. Das, liebe Freunde, ist unsere Zollburg. Beziehungsweise die Mannen, die in dieser Zollburg für mich kämpfen. Davon brauchen wir mehr. Wie machen wir das? Mit Geld. Wir haben hier unten 4 Felder und wir können hier wie in unseren Kontoren 2 Aufträge erteilen. Also, die 4 Felder sind... sind der Zustand der Burg Fels, wo wir Sicherheit und Kasematten erweitern können, was wir immer machen wollen. Das kostet uns 10.000. 100% Sicherheit ist immer wichtig. Und hier kaufen wir so viele Betten nach, wie es geht, sind es 150. So. Hier könnten wir Manöver durchführen mit allen Leuten, die wir da haben. Hier können wir den Zoll erhöhen. Lustig. Bei... Nein, das geht gar nicht. Ich sag mal bei 7%. Und hier könnten wir jemanden beauftragen, sich darum zu kümmern. Aber das wollen wir nicht. So. Jetzt wollen wir einen... Schickt, überfallt... wie war das denn? Wie kommen wir denn an mehr Leute? Ach ja, genau. Das zweite Feld. Söldner anwerben. Wie viel wollen wir dafür ausgeben? Maximum. Wir könnten das übrigens noch erhöhen. Guckt mal, das wird addiert. Aber 10.000 reichen erstmal. Und dann könnt ihr sehen, was wir mit dieser wunderschönen Burg so alles anstellen. Und die Leute, die da sind, die können von mir aus offen Manöver gehen. Die Kampfeskraft eurer Musketiere ist gesteigert. Das sind diese hier. Übrigens, wir können es ja noch Infos. Die Moral eurer Söldner ist durchschnittlich. Die Moral eurer Musketiere ist gut. Die Moral eurer Kanoniere ist akzeptabel. Und die Moral eurer Offiziere ist gut. Schön. So. Bevor wir jetzt gucken, ob uns das alles pleite macht oder nicht. Und bevor ich euch erkläre, was man noch alles Schönes mit diesem Burgen machen kann und wie das abgehandelt wird, beende ich jetzt das Let's Play. Ich denke, wir haben hier eine ganze Menge erreicht. Diese Versteigerung war schön,
Erfolgreich. Und jetzt können wir einen weiteren Bereich dieses Spiels eingehen und ich kann euch zeigen, warum das Spiel auch eine Mischung aus rundenbasierten und Echtzeitstrategie-Aufbauspiel ist. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss, sagt euer Hardy.